Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von Simotrans. Ja, wir sind drinne im Spiel und zwar haben wir letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Gute Frage, ne? Achso, da darf man nicht klicken, ne? Da muss man erst hin und her schieben. Adenau, ach, Stadtbus, irgendwas mit Stadtbus haben wir gemacht, genau. Aber das war nicht in Adenau, das war woanders. Hier ist jetzt hier die Bäckerei, Großbäckerei, ach so, irgendwie mit Mehl und Zuckerrüben wollten wir kontrollieren, genau. Mehl war hier links die Bude. Ja, und die Lieferanten haben die. Der nächste müsste der hier unten sein. Genau, und der zweite müsste dann da sein. Das ist aber auch nicht so. Und der dritte ist dann da. Okay, das würde ich sagen, den dritten. Ja, super. Irgendwo ist ein Stau. Da hätte ich vielleicht doch mal draufklicken sollen. Naja, jetzt auch egal. Jetzt müssen wir gerade gucken, wie geht der beste Weg dahin. Gute Frage, ne? Gibt mal eine Straße. Die 100 km Geschichte. Da lang. Da stoßen wir genau auf die Landzunge. Da lang. Und dann da vorbei und dann hier hoch. Ne? Geht da natürlich auch wieder nicht, ist klar. Machen wir da hoch. Da lang. Sollte da, glaube ich, schon reichen, ne? So, machen wir es so. Binden wir so an, oder? Ja. Und der nächste war da noch einer, aber lass uns erstmal das anschließen, dann haben wir schon erstmal genug zu tun, denke ich. Da muss der hin und da muss der hin. Und dann brauchen wir Wagen, die dahin fahren, ne? Mach das mal zu, mach den auf und dann haben wir ganz viele, die hier schon sind, ne? Getreide, Gerste geht auch. Haben wir den Anhänger auch schon ausgewählt? Ja, haben wir auch. Nehmen wir den Trecker mal. Und den? Ne, der geht nicht. Ach, der hängt da schon dran, alles klar. Der kriegt jetzt im Fahrplan den kurzen Weg hier. Von dort nach dort. Das erste mit 100%. Und das ist eine neue Linie. Und das ist die Döbeln. Oder machen wir mal Getreide. Döbeln. Mehl. Machen wir Mühle raus, ne? Das ist am einfachsten. Passt. Okay. Und jetzt hat er es doch nicht übernommen. Auch schön, ne? Ja, toll. Können wir auch vergessen wieder. Manchmal macht das nicht. Ich habe es noch nicht verstanden. Und starten. So, und das Mehl, das muss dann mit Paletten weg. Und da müssen wir mal überlegen, der Hof hier, ne, der die Marktplatz wird, mit Eiern beliefert und die Großbäckerei da hinten auch. Ich glaube, wir können da ein Schnäppchen machen, indem wir sag schon. Indem wir das Mehl von hier unten wegbringen. Nach hier hinbringen. Zum Markt.
weil dann wird es weiter transportiert über die Eiergeschichte. Wenn man den jetzt in Döbelmühle hinstellen, dann wird das etwas schwierig. Der würde dann nämlich den Weg da blockieren, ne? Der ist aber länger, schneller, länger unterwegs. Dann lass uns das doch mal eine neue Linie machen. Und die nehmen wir mal Mühle. Markt. Mühle Markt geht jetzt. Starten. So. Der Bauer ist noch nicht unterwegs hier mit dem Trecker, ne? Doch, da fährt er. Und er ist natürlich viel schneller, wird den da gleich überholen, weil der Trecker so lahmarschig ist, ne? Ja, okay, ist halt so. Mal gerade gucken, die sind bestimmt schon am Arbeiten hier, oder? Liegt alles da. Und der ist auch schon voll. So, das bedeutet, der Trecker muss jetzt kommen. Er wird jetzt hier überholt von dem LKW, wie man sieht. Und der LKW macht eine Leerfahrt. Haben wir ja schon fast zu überlegen, den gerade auf 0 zu setzen, ne? Auf 100% Laden zu setzen, bis der Trecker dann da war, ne? Ja, das sehen wir dann. Gut, okay, aber ich würde jetzt sagen, gehen wir weiter. Und zwar hatten wir ja irgendwo Stillstand. Haben wir bei dem nicht. Irgendwelche Züge waren das, ne? Da ist es. Da müssen wir gerade reingucken, warum, wieso und weshalb. Also der da blockiert wieder alles. Warum möchte der nicht reinfahren? Das ist die Frage, ne? Linie Kohlemine KKW. Okay. Linie Kohlemine KKW. Dann müssen wir da die Linie aufrufen. Ach ne, ja doch. Kohlemine KKW. Nee, wo ist es denn? Kohlemine KKW ist das. Linie ändern. Der fährt von Altenau nach Hardex, ein altes Kohlekraftwerk, nach Hardex in Südstadtwald. Hardex in Chemiebeck, nach Altenau Maschinenfabrik. Und dann wieder nach Altenau Kohle mit dem Betriebshof. Ist das hier unten? Nee. Hier unten ist Adexen, altes Kohlekraftwerk. Ja. Und davor, ist das da mit einfügen richtig? Adexen Südostwald. Sollte jetzt funktionieren, ne? Haben wir hier offen, neuer Fahrplan, Hardexen, Südostwald und sollte funktionieren. Jetzt fährt er da auch rein. Und dadurch sind die anderen natürlich auch wieder unterwegs dann gleich, ne? Drei Stück sind sie da stehen. Ja, vier insgesamt mit dem, der jetzt schon fährt. Ja, der fährt dann durch, ne, oder? Sieht es mit dem Zug da aus? Oh, der fährt gerade. Ja, gut geklappt. 4 Tonnen landwirtschaftliche Güter warten da auch und er wartet auch noch auf irgendwas. Hier auf Eisenerz. Ist genug da, aber keine Abnehmer dann. Der steht jetzt da drin. Achso, weil der andere blockiert den die Weiterfahrt. So, jetzt fährt er auch. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, jetzt läuft's wieder.
Okay. Dann gehen wir wieder zur Mühlenfabrik darüber. Dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg hier lang, oder? Jetzt noch runter. Da ist es. Er liefert an. Hat noch nichts. Das ist die erste Fuhre, oder was? Ja, tatsächlich. Dann fahren wir ein bisschen schneller, dass die was zum Arbeiten kriegen. Und da sehen wir jetzt nichts, sondern da müssten wir was sehen. Aber unsere Kette läuft nicht, sonst wird da was ankommen, ne, oder? Aber doch, läuft doch. Braucht nur seine Zeit, oder was? Neun. Zehn und wird jetzt rübergetragen, oder? Ja, passt. Und da das da liegt, muss es auch einen Weg zum Dingens geben. Wie heißt es? Zum Verbraucher. Die Großbäckerei muss das kriegen. Gut. Der ist beschäftigt. Da kommt der LKW natürlich schon. Wahrscheinlich schafft er nicht zweimal ein, ne? Lass mal gerade gucken. Der kommt, holt die Zehner weg. Der fährt dahin. Und läuft hier wieder, ja. Und da ist der LKW, holt wieder nur was ab. Ja, das heißt, wir müssen da wahrscheinlich zwei Bauern hinmachen, ne? Hat wieder nur 10 dabei. Entschuldigung mit dem Husten. So. Gucken wir noch einmal. Der fährt dahin. Und da ist er wieder. Ja, gut. Das heißt, einen zweiten dahin und alles ist gut. Und hier stehen sie Schlange, ne? Da ist jetzt aber auch kein Bauer bei, oder? Gut. Machen wir. Ne, da sind wir verkehrt, ne? Das ist nicht hier unser Depot. Das ist das Depot. Machen wir noch einen Bauer. Und den schicken wir. Döbeln. Ne, Getreide haben wir da gehabt, ne? Wahrscheinlich noch nicht mal das, weil das war die Linie hier, wa? 32. Gucken wir mal die 32 an. Ne, da sind doch so, doch haben wir jetzt den zweiten schon ausgewählt, ne? Gut, dann passt's ja. Dann startet den mal. Dass der schon mitgekriegt hat, ist ja cool, oder? So, dann läuft das da auch. So, dann liefert die Mühle da. Am Markt kommt das Mehl an. Da sind 8 Paletten. Und irgendwer nimmt das Mehl mit. Vielleicht der? Ne, der hat nichts geladen. Der hat auch nichts geladen. Der hat es bestimmt mit. 12 Paletten Mehl. Deutsche Großbäckerei. Der fährt jetzt nach da hinten hin. Jetzt sollte er auf dem Rückweg da lang fahren. Das bedeutet Eier Adenauer Radolfzell ändern wir um. Eier Adenauer Radolfzell Linie ändern. Radolfzell Markt und dann nochmal dahin, ne? Und dann zurück, genau. Dann sollte das beim nächsten Mal machen, oder? Hätte 12 Pakete Eier dabei. Und der wird das Mehl gar nicht erst ausladen dann, oder? So, schließen.
Gucken wir gerade, lassen wir fahren. Zwölf Paletten Backwaren, Markt. Okay, keine Ahnung, wie die Kombi da läuft. Lassen wir schneller laufen. Klosterbrauerei ist ja vorbei. Jetzt nimmt er Mehl mit. Kommt hier an und hat wieder Backwaren mitgenommen oder was? Wo sind wir auch so hier da? Aber eigentlich sollte der was anderes transportieren, ne, oder? Was liegt denn hier? Die Eier kommen da gar nicht weg. Kann sogar noch ein LKW mehr fahren dann, ne? Ja. Gut, das müssen wir dann mal in der nächsten Folge weiterverfolgen, ne? Dass wir da gucken, dass hier nicht die Backwaren hin und her gefahren werden. Der hat jetzt nichts. Der hatte jetzt die, ach so, der haben wir ja unten offen. Und jetzt hat er die Backwaren hier hingebracht und bringt sie dann wieder weg. Dann kann er auch gleich dahin fahren, ne? Mit den Eiern ist das etwas doof. Gut, okay. Gucken wir nächstes Mal. Nicht jetzt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.